Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Tja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe beim letzten Mal nicht auf den Checkpoint geachtet. Ne? Ich habe jetzt mal mit Zipper an der Stelle aufgehört, wo Alex ihre ganzen Briefe und das Bild, das zerrissene Bild ausgepackt hat. Ja, also ich muss jetzt sozusagen von dem letzten Speicherpunkt, wo sie sich ihre Hände gewaschen hat, also das Blut von ihren Händen gewaschen hat, weil sie ja sozusagen die wütende Aura von dem ja, Freund von der einen da, der unserem Bruder auf die Fresse gehauen hat, ja, da ist sie, hat sie die Aura gespürt und hat ihn ziemlich exorbitant zusammengeschlagen, sagen wir es mal so, ne? Und genau von der Stelle bis hier, das muss ich jetzt noch mal kurz spielen. Jetzt war jetzt 2 Minuten, aber das war im Prinzip ja so der Standpunkt, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Ja, und ich werde, ich weiß, ich habe mich da schon das letzte Mal sehr abgemüht, letzte Folge, aber ich werde noch mal eine Runde spielen hier. Weil ich will das, ich werde das jetzt die ganze Zeit machen, keine Sorge. Also die Folge wird jetzt nicht nur aus Mindhorn bestehen, aber ich will es noch mal probieren. Komm, lass mal versuchen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal irgendwie. Ein bisschen zumindest. Meine, ja gut, 60.000, wer weiß, ob ich das schaffe. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und dann packen wir noch den Rest aus, ne? Denn wir haben unseren Rucksack noch nicht komplett ausgepackt. Also krass, es sind schon Folge 3, ne? Und wir haben noch nicht mal unsere Klamotten ausgepackt, ne? Aber. Geh weg! Aber so ist es halt manchmal, ne? Und ich sag ja, ne? Also Life is Strange ist halt kein Spiel, was. Ah, scheiße. Ich sitze in der Falle. Wow. Life is Strange ist nun mal kein Spiel, was ja so schnell runtergespielt werden soll, sondern man soll sich ja extra Zeit lassen. Ne? Man soll alles erkunden. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja schließlich auch alles über Alex erfahren und ihre Hintergrundgeschichte und auch so diese kleinen Nuancen, die wir nun mal erst dann erfahren, wenn wir wirklich uns auch die Gegenstände angucken, die in unserer Umgebung hervorgehoben sind. So, hinunter. Naja, 60.000 ist jetzt nicht gerade nur ein Schritt entfernt. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen gucken. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Nee, warum bin ich so optimistisch? Kriegen wir hin. Also, ich glaube, das nächste Level war doch schon so relativ schwer. Ja, jetzt habe ich es verpennt. Aber sollte ich eigentlich trotzdem schaffen. Es ging ja nicht anders jetzt gerade, ne? Also, ich habe mich gerade schon wieder in so eine Sackgasse befördert. Muss ich mal ein bisschen besser aufpassen, aber scheinbar ist mir dies nicht so möglich. Was ist da los? Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Aber einfach nur, weil ich es kann. Da, du blöder Geist. Hast du verdient. Das ist meine Rache, wenn auch eine sehr späte Rache, aber. Unterschätze nicht die Macht des Minos. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, dass uns nicht so ein Ding auf den Kopf fällt. La 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 la. Scheiße, geh weg. Ach komm. Ey, das ist das Spiel. Ich werde mit dem Spiel nicht warm, glaube ich. Also, es war so ein cooler Donkey Kong Klon. Also, ja gut, jetzt sterbe ich ja schon. Also ich rede jetzt hier von Donkey Kong damals auf dem Nintendo und als Arcade, ja. Aber ist jetzt auch egal. Ich glaube, wir lassen das mal lieber. Besser wird's nicht. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Also Erinnerungen, ja. Wir können auf verschiedene Sachen auch Erinnerungen. Gabe und Mac Rileys Brief. Also es gibt verschiedene Erinnerungen während der Episoden wahrscheinlich. Also ich weiß gar nicht, wie viele Episoden es gibt. Genau, also wir haben Schuhschuh ausgepackt, unser zerfleddertes Kuscheltier. Was ist das überhaupt? Ein Hamster, eine Maus? Ich weiß nicht, auf jeden Fall fehlt schon ein Ohr. Ethans Comic haben wir uns auch angesehen. Das Foto, das zerrissene Foto, wie ich sagte, das haben wir ja da oben. An das komplette Foto von unserem genau Bruder herangelegt. Der hat noch das komplette. Umziehen wollten wir uns nicht, weil ich glaube, ich habe mich für das Outfit entschieden und habe gesagt, das ist ganz gut. Aber das Tagebuch haben wir noch nicht ausgepackt. Das ist jetzt neu. Also viel Überraschung hat sie hier in ihrem Mein Wandersack. Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Oh, also führt sie also auch Tagebuch über diese Ausraster, nenne ich es jetzt mal.
Mac Wut. Ah, Moment mal. Tessa Wut. Ah, okay. Also das ist jetzt neu. Okay. Mac Wut. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas unter der Tür durch. Etwas Rotes, etwas Grobes. Sie versucht das also in Worte zu fassen, was sie da so spürt, auramäßig. Dann ist da Mac und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemandem weh zu tun. Und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Macs Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an. Und auch etwas ängstlich, alles drehte sich um Riley. Der Gedanke an sie mit jemand anderen, der Gedanke an sie mit irgendwem anders. Er war unter seiner Haut. Er war unter seiner Haut, brannte. Das Gefühl wie glühend heiße Sticke. Stricke. Es ist spät, ich muss mal richtig lesen können. Das Gefühl wie glühend heiße Stricke unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Oh ja, es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist, wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich von Kolibri zu Presslufthammer verlangsamt. Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für sowas? AM. Fäden, die uns fesseln, ihr verbrennt und verbindet, brodeln, atmen, Spalten, Schmerz in meinen Rippen, bis du verschwindest. Eieiei, geht ganz schön viel durch den Kopf, man merkt das schon, aber. Also es ist ja interessant, also wenn man bedenkt, so die anderen Emotionen scheinen sie ja gar nicht so mitzunehmen. Also wenn sie irgendwie einfach nur Gedanken liest, scheint sie das ja gar nicht so zu jucken. Ich weiß ja nicht, ob es noch andere Gefühle gibt, andere Auren, ja, zum Beispiel vielleicht von Trauer oder Verzweiflung. Das werden wir dann vielleicht noch sehen, aber ja, es ist interessant, dass ihr das so ja empfindet, ja. Und wie entschuldigt man sich für einen Schlag ins Gesicht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Sorry, dass ich so gewalttätig dir gegenüber war. Ich glaube ja nicht. Ich pack den Rest später aus. Wow, das ist ja sehr. Wow. Sehr motiviert. Fünf Sachen ausgepackt und das war's dann so. Oh, da schnüffelt jemand. Ja, die Gitarre. Oh, das ist aber schön. Ja, er schenkt dir eine Gitarre. Hier ist ein bisschen was Kleines für dich. Nicht dein Ernst. Ah, und wir hauen dir noch einen ins Gesicht. Das ist doch wirklich. Ach, Mensch. Hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Kannst kaum erwarten, dich spielen zu hören. Geh. Also, Gabe ist wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht können wir ihn ja so ein Entschuldigungsständchen singen. Wäre vielleicht angebracht. Ja, vor allem so eine schicke Akustikgitarre, ne? Also. Ja. Na dann, jetzt spielen wir eine Runde Guitar Hero wahrscheinlich. Ja, sie hat ein schlechtes Super, Gewissen, ne? Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Ja, nicht gut, ne? Würde ich mal sagen. Alex singt dich auch noch nichts. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're dressed like an angel. Oh. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Wieder so ein trauriges Lied, ja. So very special. Aber natürlich wird auf das Bild der Familie But gesungen, I'm a ne? creep. I'm a weirdo. Och, Alex. What the hell am I doing here? I don't belong here. Alter,
gerade Gänsehaut hier, ach Mensch. Wie denkst du denn über dich, Alex? Whatever makes you happy. Whatever you want. You're so very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. Aww. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Jetzt Alex, Mensch. Wir laufen auch fast die Tränen hier aus den Augen, Mensch. Sei nicht so hart zu dir selbst. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Ehrlich. Wir singen natürlich gleich wieder so ein trauriges Lied, statt wir irgendwie mal ein bisschen Stimmung in den Raum bringen. Nein. Dann singen wir, wie komisch wir sind und was wir doch für ein Außenseiter sind, ja. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Gute Einstellung. Entschuldige dich einfach und dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn du denn in Zukunft deine Ausraster unter Kontrolle hast, das ist halt die Frage, ne? Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Ja, machen wir gleich, aber ich würde sagen, wir werden erstmal die komplette Wohnung durchsuchen, weil, ne, ist ja auch ganz wichtig, hier wirklich alles mitzunehmen und wir bleiben nicht am Stuhl hängen. Medaillen. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Ja, das ist Wahnsinn. Gummientenrennen, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich werde, was ist das? Wahrscheinlich auf dem Wasser, ne? Die Gummiente, eine Gummiente den Strom herunterfließen lassen, wer zuerst ankommt. Ne? Ich meine, hat man da groß irgendwie Einfluss drauf, welche Gummiente schneller ankommt? Wahrscheinlich ja nicht. Magnet. Live auf Sendung, vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Haven Springs erste Wahl für Indie Rock. Also ich muss übrigens aufpassen, dass ich... Trotzdem gucke, ob es hier irgendwelche emotional geladenen Gegenstände gibt. Wahrscheinlich, ne? Die Medaillen hätten ja irgendwie mit Gefühl beladen sein können. Ist aber nicht so. Sie scheinen ja wirklich nur auf die Sachen zu reagieren, die irgendwie mit Wut zu tun haben. Das war einmal der Riss in der Wand und auch der Brief, wo vom Prinzip her... Ja, wo... Wie hieß er denn jetzt? Ich habe schon mal den Namen vergessen hier. Mac? Wie ist denn Mac? Mac war der Freund, oder? Ach, keine Ahnung. Riley war doch die Freundin. Ja, so. So von wegen, ne, wo Mac dann eifersüchtig auf die Freundin war und eben mit diesem Brief Wut verbunden war, weil vermutet wurde, dass Gabe ja, dass sie beiden eine Affäre haben. Aber das ist ja nicht der Fall. So. Live auf Sendung vom Plattenladen gut, aus. Das hatten wir schon. Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Ja, ja, oder? Wie verdammt cool ist das denn? Wie muss der nur damals drauf gewesen sein? Also ich meine, wir wissen ja, der hat auch eine ziemlich schwierige Vergangenheit gehabt scheinbar. War auch im Heim. Also, wir werden es sehen und vielleicht kommt da noch ein bisschen was hervor. Was haben wir denn schon? Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Ja, was hast du denn hier Schönes? Punks, Broadway, der Rest ist verschwommen. Wie gesagt, wir haben so eine Comic-Enzyklopädie, History of Comics. Da unten Memphis Jacksman oder was? Ne, Saxman. Memphis Saxman, also der Memphis-Saxophonspieler. Natürlich so der kleine Alkoholverrat. Ich kann es gar nicht lesen, da steht der Fußball-Champion. Warte, was? Ist das ein echtes totes Reh? Nein, das... Wie würde man den meisten Animes in Deutschland sagen, die zensiert wurden? Die schlafen nur, die ruhen sich aus, das lebt noch, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Ach, noch ein Videospiel kommt. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Dino Racers. USK 0. General Audience, USK. Zum Glück ist da keine USK drauf. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Na dann. Ist das
ein Schwert? Ein echtes oder ist es nur so eine Attrappe? Dann haben wir noch irgendwas im Comicbuch. Oh. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Sonic of Led, Son of Led. Nicht Sonic, Son of Led. Nicht Son of Dead oder irgendwas, oder. Also der Sohn des Bleis. Aber wir dürfen nicht reinschauen. Schade. Hätte ich gerne gelesen, aber. Wir schauen mal. So, was haben wir denn noch hier hinten Schönes? Also, wir haben hier noch so einen Kickertisch. Den wahrscheinlich auch nicht an. Können Fahrrad. Ich wollte schon immer so ein Fahrrad. Gut, naja. Fahrrad in der Wohnung stellen, obwohl die Wohnung ist ja groß genug. Ja, ist eigentlich ganz gemütlich. Also ich würde sagen, ich würde mir am liebsten jetzt eigentlich ins Bett hauen hier. Einfach mal so ein bisschen spannend und entschillen. Ganz ehrlich, entschuldigen kannst du dich später auch noch, aber nein, wir müssen ja jetzt erstmal rausgehen. Wahrscheinlich nach oben können wir gar nicht gehen, ne? Jetzt will sie nicht, also wir müssen uns erstmal bei Gabe entschuldigen. Das geht sonst nicht an. Na dann. Wollen wir mal nett sein, ne? Ja, ich meine, wir müssen uns mal entschuldigen. Das war jetzt nicht so gerade die feine englische Art hier, ne? Ryan, vergiss es. Lass das. Du musst dich um dich selbst kümmern. Hab Mac verarztet. Schauen wir uns dich mal an. Sieht ganz schön übel aus. Ganz besonders hier. Oh. Tut es beim Atmen weh? Alex, du bist hier. Schon. Charlotte, richtig? Wir sollten das kühlen. Die Sache mit dem Kampf tut mir leid. Was für ein furchtbarer erster Eindruck. Mhm. Dad? Ich fahr Gabe zur Station. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten, der aus dem aktuellen Jahrhundert ist. Ist okay, ich muss wirklich Ryan nicht... Ryan hat recht. Er weiß, was er tut. Geh mit. Aber interessant, der guckt uns gar Alex, nicht an. Bin gleich zurück, okay? Okay. Und fort sind mein Barkeeper und mein Ersatz-Barkeeper. Dann musst du woran. Okay, er ist nicht vollkommen pisst, zumindest, ne? Also, es hält sich noch in Grenzen. Das ist gut. Das gefällt mir. Ein fallender Stern? Ja. Oder ein aufsteigender. Kommt auf den Tag an. Und wie sieht es heute aus? Ja, also nach dem, was wir erlebt haben, fällt ja eigentlich. Aber wir wollen ja... Und das Lied dazu noch, was wir gerade gesungen haben. Also das war ja äußerst traurig und deprimierend. Aber ich würde sagen, wir bleiben positiv. Wir bleiben optimistisch und sagen, ne? Nach dem Schatten folgt das Licht. Also es steigt auf. Ne? Er steigt auf. Ganz sicher. Mein neues genau. Leben beginnt. Oh, gut. Ich bin froh, dass Macs Dummheit nicht alles ruiniert hat. Ja, Mac ist wirklich total komisch drauf, ne? Hab gehört, dass Ethan dir einen seiner Comics gegeben hat. Er findet dich offenbar ziemlich cool. Cooler als Gabe? Ah, okay, jetzt wollte ich natürlich wieder auf Gabe ansprechen, ne? Ich möchte ja nicht indirekt irgendwas hier... behaupten oder ne, wieder in die Richtung leiten. Naja, vielleicht hast du eine Affäre. Die werden keine Affäre haben, ne? Glaube ich zum Beispiel. Ich weiß es nicht, aber er ist ein toller Junge. Sagen wir es einfach mal so. Ich weiß so gar nichts über Kinder. Aber er scheint ein guter Junge zu sein. Lieb, dass du das sagst. Er ist echt toll. Rinderbraten Spezial. Vorsicht mit der Soße. Jed, das war nicht nötig. Ryan sagt, du lässt das Abendessen aus. Kein Künstler verhungert unter meiner Aufsicht. Ich muss jetzt los. Ich arbeite an einigen Werken für das Frühlingsfest und sie müssen heute fertig werden. Hätte gern noch geplaudert. Oh, ist okay. Ist es das wirklich? Echt schön, dass du hier bist. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Gern. Ja, sie sind doch alle nett zu dir. Ciao, danke fürs Essen. Jo. Gibt's da jetzt nichts zu beanstanden eigentlich, ne? Jetzt können wir uns noch mit dem alten Holzfäller hier unterhalten und dann passt das doch. Go Marmots. Hat sich doch überall so gemütlich aus, ey. Es ist wirklich. Gab es jetzt hier irgendwie keinen Ort, der nicht irgendwie schön, bequem, rustikal, entspannt aussah. Aber das kommt noch. Ich bin hier ja gerade unterbesetzt. Gabe meinte, du hast schon in einem Restaurant gearbeitet.
Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Ein bisschen vielleicht. Oh, ins Reine kommen, also haben wir doch gelogen oder was, ne? Ja, das Problem ist, wenn wir das natürlich jetzt sagen, dann stellen wir Gabe als Lügner dar. Und das möchte ich nicht, weil Gabe hat ja sich so gut eingegliedert in der Gemeinschaft. Ich will jetzt nicht, ich meine, durch so eine kleine Lüge werden die nicht gleich alle hassen, aber wir müssen es ja nicht provozieren. Also. Vielleicht nicht ganz so lange. Aber ja, ich habe so einiges getan. Willst du eine Schicht? Vielleicht gefällt's dir ja. Klar. Oh, gleich eine ganze Schicht hier. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Schaffe ich nicht. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar, okay? Okay. Nee, ist mir zu kompliziert. Es ist echt schön, dich hier zu haben. Danke. Mensch, warum sind die alle so nett zu mir? Das ist mir alles nicht ganz geheuer irgendwie. Dann bin ich jetzt also Kellnerin. Sehen wir mal, wie es läuft. Da steckt noch was dahinter. Oh, oh, der hat eine Emotion, der hat eine Emotion. Unter diesem Holzfällerbart steckt ganz bestimmt ein echt netter Kerl. Wir sprechen nochmal mit dem. Vielen Dank für deine Hilfe. Naja. Gar nicht schön, ne? Gibt's hier irgendwas Neues? Nee, Wut haben wir hier, Erinnerung. Aber wir haben ja was mit ihm. Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden. Er hätte Gabe mal mit Dad erleben sollen. Seitdem ist viel passiert. Aber das gibt mir jetzt keine Erinnerung oder sowas, ne? Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden. Erste Hilfekasten. Schon mal was von Tetanus gehört? Ich hoffe, Ryan ist besser ausgestattet. Was haben wir denn alles da drin? Was ist das denn? Entweder ist das ein Dildo oder eine Taschenlampe, ich weiß nicht. Dann irgendein alter Flachmann, oder? Ist das so eine kleine Flasche und Panzertape? Ich weiß nicht. Also, sieht wirklich nicht so aus, als ob das in Notsituationen wirklich helfen könnte. Willst du mit uns sprechen hier? Nee, du bist eher so der ruhige Typ. Jetzt will ich mal hier hinten. Da haben wir auch eine Emotion. Was haben wir denn hier? Das ist echt mega. Jason Pike. Sheriff, Deputy. Aber wie ihr seht, wir haben auch, andere Emotionen. Hier blau. Was ist das für eine Trauer? Danke fürs Nachhausefahren, Pike. Du bist der netteste Cop aller Zeiten. Kein Ding. Hey, toll, und das war ja was. Pike ist ein lustiger Name. Pike heißt Hecht, oder? Officer Hecht. Voll besoffen. Jason. Pike ist mein Nachname. Oh mein Gott, schneit es etwa? Ja, tut es. Hat das gerade in dieser Rückbände rumgequietscht oder so, also kann das... ich weiß ja nicht, was sie da zusammen gemacht haben, oder? Es ist einfach eine schöne Erinnerung. Also es war jetzt eine schöne Erinnerung, ne? Offensichtlich. Vielleicht eine Kennenlernerinnerung, ich weiß es gar nicht. Pike. Achso, wir können uns erstmal die Leute auch angucken. Ja, Riss... Okay, das wissen wir ja schon, Mac. Hab ich das schon vorgelesen? Um ehrlich zu sein, wäre es toll, nicht Macs wütende Unsicherheit in meinem Hirn zu haben. Es ist so ein dringendes Gefühl, ein Seil um seinen Hals, das ihn vorwärts zieht, ihn antreibt, ihn zwingt, etwas anderes als sich selbst zu finden, auf das er seine Wut richten kann. Jeden Morgen wacht dieser Typ mit der sinkenden, unabstreitbaren Sicherheit auf. Dass heute der Tag sein wird, an dem Riley zu Sinn kommt, erkennt, wie viel besser und schlauer sie ist als er und sich von ihm trennt. Ich glaube, es wäre auch besser, wenn er sich so verhält, dieser Lackaffe, dann ist das eigentlich, ja, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, da mal was, vielleicht mal einen Schlussstrich zu ziehen, ich weiß nicht. Also Gott, das wäre auch so peinlich, ey, wenn man so einen Freund hätte, der da so eine Szene macht, ja. Vor allem so unbegründet, wohlgemerkt, ne? Also ist es fast eine Erleichterung, wenn er ein externes Ziel für seinen Selbsthass findet. Rileys lustigen Barkeeper-Kumpel. Derjenige, der ihr hilft, ihren Träumen Haven Springs zu verlassen, zu folgen. Er erzählt sich selbst eine Geschichte, macht Gabe zum Bösewicht und zumindest bis er auf ihn losgeht, kann er sich selbst davon ablenken, sich wertlos zu fühlen. Ich wünschte, ich könnte es nicht so verflucht gut nachvollziehen. Und dann haben wir noch Pike. Jason Pike, Sheriff's Deputy. Telefonnummer hier unten, jasonpike@cohavensprings.gov.
Haven Springs, okay. Also, weißt du, wie es sich manchmal anfühlt, als wäre man zwei Personen zugleich? Nee, kenne ich nicht. Also, so schizophren war ich noch nicht tatsächlich. Ich denke, so fühlt Pike sich. Vielleicht sogar oft. Er ist Jason und er ist Pike. Er ist der Dussel, der bis Ladenschluss in der Bar rumhängt, und er ist der verantwortungsbewusste öffentliche Bedienstete, der sich bereit erklärt, Leute nach Hause zu fahren, wenn sie zu viel getrunken haben, was wir ja gerade in der Rückblende gehört haben, ne? Er ist bloß ein Kerl, ein Niemand mit zu vielen Abos für Streamingdienste. Ja, wer kennt das nicht? Und einem dieser Kochbox-Clubs. Kochbox-Clubs. Und er ist ein Polizist mit einer Waffe und einer Marke und all der Macht, die damit zusammenhängt. Manchmal, sagen wir mal, mitten in einem Schneesturm, wenn die neue Typhon-Geologin sich volllaufen lässt und die Nummer auf deiner Visitenkarte anruft, um dich anzubetteln, ihr Taxi nach Hause zu sein. Vielleicht wünscht er sich, er könnte wählen. Zu Hause bleiben, während Wer wird Millionär etwas trinken und die Antworten rausposaunen. Doch der Drang, Gutes zu tun, seinen Teil für die Gemeinschaft, die er liebt, zu tun, wird ihn immer in den Schnee ziehen. Ich glaube nicht, dass ich je solche Gefühle für einen Ort hatte. Okay, ist interessant. Also die roten Gefühle, die Wutgefühle, kann sich scheinbar irgendwie nachvollziehen. Die blauen Gefühle, wo er nicht. Obwohl es ja eigentlich jetzt, wenn man jetzt mal die Geschichte kennt, ja eigentlich auch kein positives Gefühl ist, ne? Klar, das Gefühl, Leuten zu helfen, ist gut. Aber es ist ja damit verbunden, dass er sich selbst scheinbar vernachlässigt und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Also so Helfersyndrom ist jetzt ja auch nicht gerade das Richtige. So Anmerkung. Gabe, tu einfach, was dein Boss sagt. Also Feuerwehr, Taxi, Schneeflug, Boiler, Gabe, Jorge oder Josie, Gabe, Zapfhahn ist wieder kaputt. Repariert, wie hast du das geschafft? Einfach etwas gerüttelt. Klugscheißer. Wieder der verfluchte Hahn. Was ist das? Typ repariert für 100 Dollar. Ich mach's für 85 Dollar. Was haben wir denn noch hier? Budget haben wir jetzt gerade schon. Ah! Wir kommen nicht weiter. Was? Warum kommen wir denn nicht weiter? Okay, hier haben wir eine unsichtbare Wand. Da kommen wir also nicht mehr durch. Ja, ich komme gleich zu dir, Stephanie. Kein Moment. Ich werde jetzt noch gucken, ob ich an die Speisekarte komme. Eine Quiche mit Wild und Lauch. Klingt lecker. Okay, Gabe ist scheinbar jetzt wirklich so Platz einnehmend, dass wir selbst 2 Meter entfernt von ihm nicht durchkommen. Ich weiß. Oh, Jukebox, das haben wir denn Schönes im Angebot. Die Jukebox ist mega. Ich sollte irgendwann die Songs durchschauen. Stephanie hat keine Gefühle, aber gucken Sie erstmal. Das ist das Mädchen aus dem Plattenladen. Steph. Steph! Alex, oder? Ich bin Steph. Wir haben uns schon getroffen. Hey, willst du was essen oder trinken? Nein, ich brauche nichts. Aber danke. Tut mir leid, dass ich im Plattenladen nicht quatschen konnte. Setz dich doch hin, dann quatschen wir jetzt. Ja, das wäre ganz gut, um uns mal kennenzulernen. Obwohl das keinen guten Eindruck macht, wenn wir in der ersten Schicht gleich, ne? Gleich so viel quatschen. So, ist das Ihre Jacke oder hat sie da jemand sitzen lassen? Mit wem sitzt du hier? Also bist du, mit jemandem hier? Oder? Das ist Ryans Zeug. Hat mich für Gabe sitzen lassen. Sie holen einen Verbandskasten. Er spielt wieder den Helden. Ryan macht das jedes Mal. Liegt wohl in der Familie. Was soll das heißen? Hast du von Jets Rettung gehört? Das war eine große Sache. Als er noch in der Mine war, rettete er... Ich glaube ja nicht. Officer Fish. Alex freut sich sicher auf viele Haven-Infos. Sorry, Jet. Er gibt nicht gerne damit an. Aber wenn du dich umsiehst, findest du überall Infos dazu. Interessant. Ja, ich habe jetzt gerade eine Dings, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf der Aufnahme, aber ich habe gerade eine Achievement bekommen, ne? Ich habe alle Visitenkartenerinnerungen von Kapitel 1 erlangt. Was nur eine war. Aber es gibt schon mal mehr als ein Kapitel offensichtlich. Ne? Interessant ist ja auch, wie das Spiel rausgekommen ist. Und im Prinzip ja, alle Kapitel sind hier in dem Spiel vereint. Sonst war es ja immer so, dass es wirklich so episodisch in bestimmten Abständen auskam. Ich glaube, Staffel 1 und 2 waren jeweils 5 Folgen. Kann sein, dass es hier ein bisschen weniger ist. Wir werden es ja sehen. Woran arbeitest du? Ist das die Liste aller Platten? Nein, das ist mein Charakterblatt. Weißt du, was ein LARP ist? Live-Action-Roleplay. Yes. Ja.
Live-Action-Roleplay, oder? Real-Life-Fantasy-Kämpfe. Ja. Mhm. Gabe und Ethan haben über einen LARP gesprochen. Ja, das ist nächste Woche. Sie fahren mit mir hin. Ist ihr erstes Mal. Ich bin voll aufgeregt. Meinst du, du wärst irgendwann auch mal dabei? Na klar. Keine gute Schauspielerin. Man muss es ja erstmal probieren, ne? Also, und dann kann man immer noch entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Also, klar. Klar, ich probier's aus. Wenn du und Gabe es mögen, muss es richtig Spaß machen. Mega. Ist das dein Kurzer? Ist das dein Shot? Was ist Absinth? Das? Das ist verzauberter Kiwi-Schnaps. Den bestellt sonst niemand, also bringt Gabe ihn mit dem Jukebox-Game unter die Leute. Das Jukebox-Game? Es ist wie eine Kurzversion von Wer bin ich? Nur hier geht es um Songs. Wer falsch rät, der trinkt einen Shot. Oh, ja. Da war ich wahrscheinlich ziemlich schnell besoffen. Ryan und ich wollten spielen. Spielst du für ihn? Weißt du was, die Wette gilt. Ich hoffe, das sind Songs, die ich kenne. Ja. Okay. Yes. Toll, da besaufe ich mich in meiner ersten Schicht. Na super. Also, ich wähle einen Song aus. Du bekommst 5 Ja-Nein-Fragen und dann musst du ihn erraten. Okay. Na dann. Wenn das jetzt irgendwelche unbekannten Indie-Songs sind, werde ich die wahrscheinlich nicht kennen. Machst du schon was? Nee. Hab einen. Jetzt bist du dran. Also, was willst du mich fragen? Was zum Teufel? Wenn ich sie durchgehe, fällt mir bestimmt eine gute Frage ein. What the fuck, was ist das denn? Ichthyosis 3 Sheets to the Wind. Fragen zum Bandnamen. Na, wir bleiben mal dabei, das ist nicht verstörend hier. Zum Cover, das Cover ist halt relativ, ja, das ist schon sehr einzigartig. Ich glaube, das könnte man sich merken. Persönliche Fragen zum Bandnamen. Der Bandname ist halt ziemlich schwer. Machen wir mal das. Oh, warte mal. Nee, dann nehmen wir mal, Frage zum Cover. Persönliche Frage, was ist lange ja Fan, warum gefällt es? Naja, ist doch Quatsch. Das müssen schon Fragen, denke ich mal, sein, die man wirklich so faktisch beantworten kann, ne? Ja, das ist natürlich schwierig. 4 Wörter oder mehr. Ist 3, also die Zahl 3, jetzt auch ein Wort oder eigentlich ja nicht, ne? Also wenn es zumindest so geschrieben ist. Aber wir machen mal hier zum Bandnamen, hat man irgendwie. Hat den Namen einer Person. Hat ein Symbol, nehmen wir mal das hier. Enthält der Bandname ein Symbol? Etwas, das nicht nur ein Buchstabe ist? Oh. Ja. Voll. Cool. Hat sie gewusst, oder was? Hat das Lied ein Schimpfwort im Titel? Ein Schimpfwort? Würde dich das verärgern? Beantworte die Frage. Keine Schimpfwörter im Titel, Ma'am. Ja, wahrscheinlich wegen Sheets, ne? Was wie Shit klingt so. Also, ja, ist alles durch. Gibt es Satzzeichen im Songtitel? Nein. Okay. 2 Fragen hast du noch übrig. Ach komm! Was haben wir denn hier noch? Vicky Nasty. Ja, Pyrrhic. Pyrrhic. Also wenn die das aussprechen kann, ja, oder wenn die das, dann fresse ich einen Besen hier. Fahrer zum Bandnamen. Ja. Ist ein Name einer Person im Bandnamen? Nein. Okay. Letzte Frage. Na toll. Ja, ist ja gut, ich weiß ja. Also ich kann mir das nicht merken hier, also egal was die jetzt fragen hier. Mind the damn porridge. Horror Lemon. Grams McGovern, give me a hand and kiss your own ass. Das ist speziell, die Cover, also die haben sich echt viel Mühe gegeben, ne? Das ja alles so zu kreieren. Severed's Folly, go, dodgy, go. Sandra Stills, Double Styles, Heartstrings. Vermillionaire, Hero with a Thousand Rhymes. Bild eines Ziels Menschen, eine Bandname. Oh,
4 oder mehr, wie könnte man das nennen? Hat der Song einen langen Titel? 4 Wörter oder mehr? Ja. Interessant. Damit wären es 5. Wie lautet dein Tipp? Ja, lass mich noch einen letzten Blick darauf werfen. Fassen wir zusammen. Der Bandname enthält keinen Personennamen. Der Bandname hat ein Symbol. Keine Schimpfwörter im Songtitel. Ach, das muss zusammenhängen. Keine Satzzeichen im Songtitel. Der Songtitel ist mindestens 4 Wörter lang. Du meinst, das reicht, um es zu lösen? Mal schauen. Hä, ich verstehe das Spiel jetzt irgendwie nicht. Ist es der? Nein, ist falsch. Sorry. Hä, okay. Vor allem, ich habe das doch vorgegeben, wieso... Dann her damit. Naja, ist egal, ich trinke das jetzt einfach. Nicht so übel, wie er aussieht. Ich hab nicht aufgepasst, naja, egal. Na, schmeckt nicht so. Ein sehr verbittertes Gesicht. Also, wir wollen mal ehrlich sein. Ich meine, die sieht jetzt gerade aus, als ob sie gleich einen Schlaganfall bekommt. Deswegen richtig schlecht. Also. Oh mein Gott. Ist wie Zuckersirup. Gemischt mit... Farbe. Ich weiß nicht. Nicht so ihrs, aber ist ja auch in Ordnung. Ne? Hey, danke fürs Spielen. Hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Ich sollte jetzt weiterarbeiten. Okay. Das ist wunderbar. Wir bonden langsam mit den Leuten hier. Ich muss wohl eine Schippe drauflegen. Ich suche weiterhin nach würdigen Gegner für das Jukebox-Spiel. Die Chens sind mir weiter nicht gewachsen. Na, na, na. Oh, Schüsse werden abgefeuert. Das war mein erstes Spiel. Hey, wenn du weiterspielen willst, da wartet noch jede Menge verzauberter Kiwi-Schnaps auf dich. Ich hatte keine Ahnung, dass Leute den trinken. Soll ich mehr kaufen? Nein. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil er so schlecht schmeckt. Ist das die Strafe dafür? Aber wollen wir nicht noch sprechen? Hey, sagt sie. Ganz still. Meinst du doch nicht ernst? Sie nach Steph, Ducky und Diana. Okay, wir gucken nur uns an. $45 für die Chance, von einem Bären gefressen zu werden. Na, was haben wir denn schön? Angeln und Großwildjagd 2019 Haven Springs Kurzanleitung. Aufträge für begrenzte Lizenzen sind am 26. April 2019 20 Uhr fällig. Achtung! Lizenzgebühren für Anwohner haben sich geändert. Jährliche Angellizenz $25, Rehe $30, Elche 50, Bären 45, Pumas 45, Dickhornschafe 300. Ah, die scheinen ein bisschen seltener zu sein. Jugendlizenzen maximal 18 Jahre alt. Ah, jetzt verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite und kontaktieren Sie Ryan Lucan, Park and Wild hier im Staat Colorado. Also braucht man scheinbar wirklich eine Lizenz, um zu schießen. Angellizenz, ne? Ey, Dickhornschafe, ist das wirklich so, sind die wirklich so vom Aussterben bedroht hier? Nochmal ein Warnhinweis. Was haben wir denn hier Schönes? Haven Springs CEO. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrates von Haven Springs. Am 26. Mai wird eine offizielle Stadtratversammlung stattfinden, um eine, in Klammern 1, Maßnahme zu bestimmen. Diese Maßnahme beantragt den Verkauf von Grundstücken über nicht mehr als 20, in Klammern 20, morgen an die Typhon-Minengesellschaft. Diese Maßnahme beantragt den Verkauf von Grundstücken, aber nicht mehr als 20 an die Typhon-Minengesellschaft zur Eröffnung eines Tagebaus. Ja gut, wir haben ja schon mitbekommen, dass hier diese große kapitalistische Corporation hier scheinbar schon sich ziemlich hart platziert. Schwierig. Sowohl der Erlös durch den Verkauf als auch nachfolgende Grundstücksteuern fließen in das Budget von Haven Springs und werden gemäß des Standardvorganges aufgeteilt werden. Weitere Informationen gibt es im Rathaus. Bitte sprechen Sie mit einem Stadtrat, falls Sie weitere Fragen haben sollten. Naja, aber es ist halt schon ein bisschen fragwürdig hier, ne? Was ist nur die Rolle von denen, ne? Meine fundierten Kenntnisse über Orientierung in der Wildnis sagen mir, dass hier wirklich viel Wildnis ist. Ja, das sind wir und der Rest ist alles nur Mutter Natur. Was haben wir denn hier Schönes? Haven Springs und die umliegende Wildnis. Skitouren gehen nur mit Genehmigung, Wanderkarten in der Rangerstation erhältlich. Für Klapperschlangenbisse wenden Sie sich bitte an Ryan Lucan. Für Klapperschlangenkurze wenden Sie sich an Jet Lucan. Also kurz im Sinne von Schottgläsern oder was? Bergarbeiter.
Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte bitte mit ihm reden. Jetzt von vorne anzufangen ist verflucht, furchterregend und weh. Wem sagen Sie das? Aber ansprechen kann ich den nicht. Oh, ist das wirklich Ryan? Ach, wunderschön. Familie Luken. Wunderbar, happy family. Euch geht's gut, ja? Ihr führt bestimmt gerade ein sehr interessantes Gespräch über das Wetter und andere triviale Themen. Oder ihr redet gar nichts und dann macht nur irgendwelche Gestiken und Mimiken, ohne Mund zu öffnen. Ducky und Diane. Ich sollte beim Tisch vorbeischauen. Ja, mach ich doch. Kann ich euch beiden etwas bringen? Miss Chan, endlich hier, um das Geheimnis zu lüften. Hi. Ich bin Reginald McAllister, der Dritte. Ducky nennen mich meine Freunde. Ehemaliger Unternehmer, jetzt im Ruhestand. Und diese junge Dame ist Diane. Hallo. Hallo. Freut mich. Ich wusste gar nicht, dass... Dass wir alle wissen, dass du hierher kommst? Ja, Gabe verbreitet gern Freundlichkeit und Information. Du bist aus Portland, richtig? Sie ist schon ich genervt. Ich bin vor 6 Monaten aus DC hergezogen. Und wie gefällt dir die Kleinstadt? Es ist irgendwie schon bizarr. Also, weil es ist halt so extrem ruhig und abgelegen. Irgendwie perfekt. Ja, aber wir nehmen mal das hier. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Aber es ist ziemlich perfekt. Es fühlt sich wie zu Hause an. Ich weiß, kenne ich. Ich dachte echt, ich würde es hassen. Dann sah ich die Berge, traf ein paar Leute und jetzt will ich nicht mehr weg. Das ist ja ein Kult hier, man weiß es nicht. Diane ist Geologin und arbeitet seit kurzem als Prozessmanagerin für die Typhon Minengesellschaft. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Neuzugang bin. Kann ich euch vielleicht etwas bringen? Oh ja, wir sind super hungrig. Ich hätte gern einmal den Spezialbraten mit Pommes. Einen Cheeseburger mit Pilzen. Und mein übliches Getränk. Jet weiß schon Bescheid. Okay, ich gebe eure Bestellung was weiter. Was? Übliches Brackwasser. Mein in der Armee. Neuer Dialog freigeschaltet. Der ist ja interessant irgendwie. Also sie ist also ein Gesicht von der Typhon-Minengesellschaft. Sieht ja ganz nett aus und scheint scheinbar auch ganz nett zu sein, aber wer weiß schon. Miss Chen? Du hast Emotionen. Haven ist schön. Ich wünschte nur, es würde sich wie zu Hause anfühlen. Es wird es hoffentlich bald für uns. Ach, sieh einer an. Also hast uns da ein bisschen was hast uns was vorgelogen, ne? Also ist ganz nett hier, aber ist halt nicht das gleiche wie Home Sweet Home, ja. Na, oben gehen kann ich nicht. Aber ich gucke mich natürlich noch ein bisschen um hier. Das ist ja Fotos. Von gestern. Ist das Gabes Couch? Gut, wir hinterfragen es nicht. Was da im Rausch passiert ist. Einschussstelle. Ist das nur ein Loch? Man rammt eine Einschussstelle an. Ist man da so stolz drauf, ja? Alter, ich frag mich, ob die Kugel noch da drin ist. Ah, okay. Also hier wurde Henry, hier schoss Jack Henry wegen 4 Assen auf William Porter. Und bezahlte mit seinem Leben 1883. Aha. Und dieses Loch da war es bestimmt nicht irgendwie mit, ja, mit einer Bohrmaschine oder irgendeinem anderen spitzen Ding irgendwie ausgehobelt wurde. Da soll dann diese besagte Kugel drin sein. Die sind bestimmt für die Bergarbeit. Sprengkapsel, trockenhalten, Spams, Generic, ein John-Ron-Unternehmen, Pferds, Patentamt der Vereinigten Staaten, trockenhalten, Moops, Sprengbetrieb, Hochsicherheitsdynamit, Heiz gedreht, Nummer 02. Hochgefährliche Zünder für schnelle Detonation. Bitte Vorsicht walten lassen und Bereich räumen. 100 Stück trocken halten. Van Notstrand. Sprengkapsel mit Vorsicht behandeln. Ja, ich bin noch immer vorsichtig. Ich würde das doch nicht leichtfertig da in die Hand nehmen. Werbung. Vielleicht gehe ich irgendwann in den Zirkus, wenn ich besser mit Menschenmengen umgehen kann. Okay. Ich hatte noch nie so ein komisches Zirkus-Poster gesehen. Sonst hast du immer doch da immer so gruselige Clowns mit oder irgendwie zumindest das Zirkuszelt im Hintergrund, die ganzen Artisten, die da rumspringen und andere. Und hier sehen wir nur diesen bedrohlichen Panther oder was das ist, ja. Der ist wahrscheinlich auch frisst, wenn wir nicht aufpassen.
ungewöhnlich freundliche Bedienung? Nicht schlecht, Brüderchen. Ja. Wochenende in Boulder, bla bla bla. Eine Speisekarte voll gängiger Kneipengerichte, die gekonnt zubereitet werden und unter denen sich gelegentlich außergewöhnliche Spezialgerichte befinden. Diese werden durch ungewöhnlich freundliche Bedienung, Service und unterhaltsame Gäste zu einer Kunst erhoben, die ein einzigartig erbauliches Erlebnis schaffen, das die lange Fahrt ins entlegene Hagen Springs, Colorado wert ist. Nur deswegen, man kommt nur wegen dem Fressen hierher, ne? Gibt es irgendwas, das diese Frau nicht kann? Ach, haben wir noch was. Colorado Canvas von Jessica Martinez. Als ich Charlotte Harmon letzten Monat in ihrem Studio traf, waren sowohl sie als auch ihre Kaffeetasse mit Farbe bedeckt. Ja, ich bin ein Klischee, sagte sie, während sie mich zu ihrer neuesten Kreation führte. Ein wunderschönes Porträt der örtlichen Geschäftsinhaberin Eleanor Leith oder Lethe. Teils Ölgemälde, teils lackiertes Bouquet. Wenige Oberflächen in unserem Haus sind frei von Farbe, mir ist das recht, fuhr sie fort. Sie sind wahrscheinlich dank der Kommission des Stadtrates zur Dekoration des Fußweges von der Hauptstraße vertraut mit Frau Harmons Werk. Das riesige Wandgemälde, passend betitelt Haven Springs, fängt unsere kleine Ecke der Erde in den Bergen Colorados ein. Es war so eine wunderbare Erfahrung, erinnerte sich Frau Harmon. Alle unterstützten mich bei der Arbeit und Jet hat im Prinzip monatelang meine Familie mit Essen versorgt, was großartig war, denn die Lantern macht die besten Burger in der Stadt. Das können sie ruhig drucken. Na gut, wenn die das sagt, dann muss es ja auch stimmen. Haben wir jetzt irgendeine Emotion, die mit einhergeht? Nein, haben wir nicht. So, wer ist denn hier? Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt hat Mac Angst. Ah, Blaue ist Angst haben. Ja, ja. Mindestens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Ja, immer alles auf andere Schemen. Mann, bin ich froh, dass ich kein Bergarbeiter im 19. Jahrhundert bin. Eine Kennzeichentafel, die um 1818 in der Tellermine verwendet wurde. Jeder Bergarbeiter entfernte vor Betreten der Mine sein Kennzeichen und hängte es wieder an die Tafel, wenn er sicher zurückkehrte. Falls er sicher zurückkehrte. Falls ist gut. Haven ist echt stolz auf seine Bergbaugeschichte. Mhm. Ich sehe es schon. Wahrscheinlich Jet das Einzige, wollte, was ich zu hier bieten abräume. Hatte. Ja. Ah, da gibt es noch ein Spiel da hinten. Bleib ganz Scheiß, ruhig. Alter. Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Von uns beiden. Was willst du denn damit sagen? Also so kannst du doch kein Entschuldigungsgespräch anfangen. Du da halt saß, naja komm, weißt du bist auch ziemlich gestört und damit du Bescheid weißt. Was genau meinst du damit? Riley ist auf dem Weg hierher. Sie ist ziemlich sauer und es würde nicht helfen, alle Details auszuplaudern, okay? Sind wir immer schuldig? Nee. Ja. Schwierig, du bist schrecklich, ist natürlich eine harte Aussage. Ich meine, was er gemacht hat, ist wirklich geht gar nicht. Also, und die Eifersucht sollte er wirklich mal lernen einzustellen oder zumindest etwas runterzuschrauben. Aber wir müssen ihn ja nicht gleich beleidigen. Also ich meine, guckt euch ihn an. Ne? So ein kleines armes Würstchen, was gerade so vor mir steht. Ich soll lügen? Du willst also, dass ich lüge, um deinen Arsch zu retten? Nein. Nein, lass mich. Überlass das mir. Warte, sie macht sonst sicher Schluss mit mir. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Ist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, dass du mich liebst. Hilf mir dabei. Aber warum sollte ich? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Oh mein Gott, was ist mit deinem Gesicht? Ist halb so wild. Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Tja, wo ist er? Das ist die Frage. Was interessiert dich das?
Er ist ja wirklich nur so aggro hier. Weil sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich, es reicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, sonst war's das. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! Und warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Ja, wenn du dich so verhältst, ich weiß es auch nicht, aber... Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Okay, also nicht direkt eine verpasst, aber... Aha. Er hat eindeutig angefangen. Ja, war das so eindeutig? Nee, eigentlich nicht. Oh Gott. Warst du auch da? Ach, jetzt muss ich die Entscheidung treffen, oder was, hä? Ich meine, wollen wir uns Feinde machen? Die Sache ist, ganz ehrlich, mir ist das alles noch viel zu friedlich hier. Also irgendeinen Feind muss ich mir ja mal machen. Und ganz ehrlich, also das Problem ist, ja, wenn wir ihnen jetzt helfen würden, was wäre dann? Wir helfen ihnen, alles ist wunderbar, aber die Beziehung ist trotzdem eigentlich sehr toxisch, oder nicht? Also, weil sein Eifersucht ist einfach zu überbordend. Deswegen widerspreche ich ihnen. Ja, ich war da. Mac erzählt totalen Schwachsinn. Tja, da guckst du. Weißt du was? Das überrascht mich wirklich kein bisschen. Was ist wirklich passiert? Riley. Mac kam reingestürmt, beschuldigte Gabe, mit dir zu schlafen, verpasste ihm eine und trat dann auch noch auf ihn ein. Riley, hör zu. Ja, yes. Und was ist mit Macs Gesicht? Das war ich. Okay. Klingt, als hätte er es verdient. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Warte, was bitte, ist mit uns? Gern geschehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schäme mich gerade so sehr für dich. Sind wir noch zusammen? Was denkst du denn, du Scheißidiot? Nein! Alex Chen? Was ist jetzt los? Sie greifen Mac Loudon an ihrem ersten Tag hier an, hm? Oh, Pike. Der Fischmann. Ich bin Jason Pike, Deputy Sheriff. Ich muss sie zur Befragung auf die Wache nehmen. Was ist jetzt so? Ganz ruhig. Ja, Deputy Sheriff, wir haben es verstanden. Ja. Mac hat Gabe angegriffen. Er ist der, den sie wollen. Dein Gesicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh Mann. Okay. Oh, ich mach nur Witze. Niemand steckt in Schwierigkeiten. Ach, Gabe und ich verarschen uns immer. Also erst die Polizei ist total freundlich zu allen, ne? Total witzig drauf. Ich wurde noch nie von einem Polizisten verarscht. Sie haben mich echt erwischt. Freut mich, dass du darüber lachen kannst. Willst du vielleicht einen Drink? Vielleicht. Ich bin gerade bei der Arbeit. Gut, ich bin in der Bar. Wenn du was trinken willst, komm einfach rum, okay? Ja. Der Pike, ne? Auch so ein alter Witzbold hier. So, jetzt haben wir ja das Speichersymbol gehabt hier. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Ja, tatsächlich ist ein guter Punkt hier, hier die Folge zu beenden. Wir sind zwar noch nicht ganz mit unserer Schicht fertig, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu erkunden. Und es macht Spaß auf jeden Fall. Es ist so interessant, so die ganzen Geschichten zu erfahren und so ein bisschen hinter die Sache zu blicken. Und ich bereue es auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass ich den verpetzt habe. Weil ganz ehrlich, wenn der schon so ein aggressives Potenzial hat, was könnte dann eventuell in der Beziehung passieren, wenn der einfach mal, ne, komplett ausklingt und seine Freundin für sonst was beschuldigt? Man weiß es nicht, ne? Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach wieder in der nächsten Folge von Life is Strange True Colors. Bis dahin, ciao!